Hallo und willkommen zurück zur Vuelta a España. Heute die letzte Flachetappe, bevor dann die Entscheidung der Vuelta a España beginnt. Naja gut, Flachetappe ist vielleicht etwas zu wenig gesagt, würde ich sagen. Es ist schon sehr, sehr hügelig, aber ich denke mal, in der entscheidenden Phase ist es dann wieder flach. Wir müssen versuchen, dass Jampi über den letzten Berg der dritten Kategorie kommt. Da werden wir auch unsere Taktik auslegen. Das letzte Mal hat es gut funktioniert, TJ van Garderen noch vor ihn zu spannen in der entscheidenden Phase. So, ich nehme jetzt heute mal De Marchi für van Garderen, weil De Marchi einfach besser in Form ist als Sanchez. Sanchez, Nachführarbeit würde ich nicht machen, vielleicht am letzten Berg. Aber wir nehmen wieder unsere drei üblichen Verdächtigen, Roskopf, Moana und Burkhardt, die heute quasi so ein bisschen sporadisch Nachführarbeit machen werden. Atapuma fährt meistens relativ weit hinten im Feld. Gut, Roskopf ist jetzt auch noch hier dabei. Peter Welitz, den wir aber ruhig auch mal heute in die Nachführarbeit machen können. Den gebe ich aber mal ein bisschen weniger, weil der kann am Berg natürlich schon relativ gut fahren, vor allem am Hügel. So, Atapuma ist unser Wasserträger für den Tag. Sanchez kriegt mal ein bisschen Freigang. Muss nicht unbedingt vor van Garderen fahren. Und die letzte Etappe haben wir ja, naja gut, ich habe sie gerade gefahren. Bei euch ist da ein Tagunterschied. Aber sehr, sehr cool. Ich bin ja bislang sehr, sehr wenig Sprints gefahren, aber den haben wir gut gemacht. Wir haben uns an den richtigen Mann drangehängt. Wir haben vor allem van Garderen vor Jampi gespannt und haben ihm noch ein bisschen Kraft gespart und haben dann, als der Sprint losging, der Lampo-Zug mit Modolo, haben wir uns an das Hinterrad gehängt und sind dann, glaube ich, 600, 700 Meter vor dem Ziel überhaupt erst ausgeschert und haben so die Etappe gewonnen. So, Ausreißer haben sich hier relativ schnell gefunden, wie ich gerade sehe. Das sind zwei Fahrer, Gonsalves von Caracrabal und Valgren. Hinten sind jetzt unsere Jungs, Roskopf hat sich durchgekämpft, Welitz ist jetzt auch dabei. Dann gehen wir wieder auf TJ, der natürlich weiterhin die Gesamtwertung anführt mit 34 Sekunden Vorsprung auf Joaquim Rodriguez. Jean-Christophe Perrault ist Dritter mit 6,5 Minuten Rückstand. Können wir, wie gesagt, fast alles ein bisschen vernachlässigen. Richie Porte, der eigentlich ja einer der Mitfavoriten war, hat auf einer Etappe relativ viel Zeit verloren, aber anscheinend auch einige Fahrer nicht in Topform, wobei wir auch nicht unbedingt in Topform sind, das muss man natürlich auch dazu sagen. Aber bislang haben wir es gut gefahren, sind wir gut gefahren und müssen eigentlich nur noch hier auf den Mann im grünen Trikot, der wahrscheinlich auch die komplette Rundfahrt mindestens das grüne Trikot behalten wird, wenn er uns nicht nochmal das rote Trikot abnimmt. Aber selbst wenn wir in den Bergen Zeit verlieren werden die nächsten Tage, ich würde sagen, 1, 2, 3 Minuten können wir beim 40 Kilometer Zeitfahren auf jeden Fall gut machen. Wenn wir uns nämlich gerade mal die Werte, Mati Preschl versucht sich jetzt hier ins Bild zu drängen, die Werte von Rodriguez anschauen im Zeitfahren, eine 63 und wir haben im Zeitfahren eine 78. Es gibt zwar einen kleinen Berg in dem Zeitfahren, wo man dann sicherlich, wo Rodriguez ein bisschen Zeit gut machen kann, aber dennoch, wie gesagt, 3 Minuten sind auf jeden Fall drin, würde ich sagen, wenn nicht sogar mehr. Deswegen sind wir in einer sehr, sehr komfortablen Lage. Wir können Rodriguez fahren lassen, wenn es absolut von den Kräften nicht mehr reicht. Und selbst wenn wir mit ihm in einer Gruppe fahren, können wir uns hinten dranhängen, um Kräfte zu sparen. Und das ist natürlich die optimale Ausgangsposition, dass wir quasi jetzt so früh in der Rundfahrt, also früh ist gut gesagt, aber vor der entscheidenden Phase schon in Rot sind. Das ist optimal. Wir haben auch ein sehr, sehr gutes Team am Start, haben wir jetzt auch mit Jampi Trücker gesehen, der natürlich eigentlich nicht zu den Top-Sprintern zu zählen ist, aber in einer sehr, sehr guten Form sich befindet und jetzt so eine leicht ansteigende Zielankunft wie gestern, das kommt ihm natürlich zugute. Moana macht die Nachführarbeit und Atapuma holt Wasser, wird auch Zeit, habe ich wieder ein bisschen spät reagiert. Wie gesagt, bin ich nicht so 100% gewöhnt vom Pro-Cyclist-Mode. In der Bergwertung sind wir natürlich nicht ganz vorne, ansonsten haben wir uns in den Wertungen sehr, sehr verbessert. Gesamtwertung natürlich erster, Sprint zweiter, Berg dritter, aber Joaquim Rodriguez ist in Sprintwertung und in der Bergwertung auf Platz 1. Die Bergwertung, die jetzt, oder die Bergetappen, die jetzt alle kommen, werden wir versuchen wieder so lang wie möglich zu machen, so lang in Echtzeit wie nur geht, weil die eine Etappe, die Königsetappe, die 32 Minuten gedauert hat, die fand ich schon sehr, sehr geil. Hat auch Spaß gemacht, so zu schauen, welche Fahrer hinten rausfallen. Da kann man sich die Rennsituation ein bisschen in Ruhe anschauen. Da könnt ihr auch irgendwie mal schreiben, ob das euch dann zu lang ist, ob das zu langweilig ist. Aber ich mag das immer lieber, als wenn man mit vierfacher Geschwindigkeit da immer alle Berge hochfährt, wie wir es jetzt gerade machen. Aber hier ist es jetzt ja wirklich unerheblich.
Heute wird nichts passieren in der Gesamtwertung. Am Berg der dritten Kategorie werden wir auf jeden Fall langsamer stellen, weil wir da dann auch unsere Fahrer vorne platzieren müssen. Da würde ich sogar fast, wisst ihr was, dann nehmen wir doch mal Sanchez. Und Sanchez, man kann immer nur einen beschützen. Ich dachte, man könnte jetzt auch mal zwei Fahrer beschützen. Okay. Eben ging's doch. Ja, warum ging's jetzt eben nicht? Naja gut, auf jeden Fall beschützt Sanchez jetzt mal unseren guten Drücker, damit der ein bisschen Kräfte spart, und am Berg kann er ihn natürlich auch nochmal unterstützen, und dann können wir vielleicht im Sprint wieder ordentlich reinhauen. Dieser macht richtig Spaß. Ich kriege Lust auf eine Sprinterkarriere im Pro-Cyclist-Modus. Können wir ja mal schauen, wenn die Vuelta vorbei ist, ob wir sowas irgendwie auch nochmal anfangen. Weil das natürlich im Endeffekt nicht so super spannend ist, wie jetzt mit Ulle unterwegs zu sein. So, Rennsituation ist weiterhin überschaubar. Einmal müssen wir noch Wasser holen. Aber das machen wir dann auf jeden Fall noch vorm Drittkategorieberg. Dann schicken wir Atapuma nochmal nach hinten. Tagesform ist minus 2 bei Van Garderen. Bei Drücker ist es auch minus 2. Etwas schade. Aber es kann ja noch besser werden. Ist noch nicht manifestiert. Ja, wenn es dann nach der Sprintwertung gleich, schicken wir Drücker nach hinten. So, noch 1 Kilometer bis zum Sprint. Punkte gibt es eh keine mehr, weil die Ausreißer alle eingesackt haben. Und jetzt soll Atapuma mal machen. Natürlich nicht der perfekte Fahrer, um in der Ebene jetzt vorzutuckern, aber das Tempo ist so langsam vorne. Man sieht auch hier, wie er vorrasen kann mit einem Puls von 140. So, müssen wir schauen, wo Drücker ist. Der fährt quasi direkt hinter Van Garderen. Sehr, sehr gut. Und jetzt müssten auch gleich hoffentlich mal alle Wasser bekommen, wenn Drücker mal auf, wenn Atapuma mal auf die Tube drückt. So, und jetzt geht es hier in den Berg der dritten Kategorie rein, wo wir auf jeden Fall mit Van Garderen sind noch 44 Kilometer und Drücker vorne rüberfahren möchten. Aber hier wird keiner attackieren. Rodriguez ist sich, denke ich mal, auch im Klaren, dass ein Feld mit 128 Fahrern, sind es ja nur noch, zu stark ist, als dass er da rausfahren könnte. Und wie man hier sieht, Steigungswerte sind auch nur bei 5%. Das sieht sogar eigentlich noch flacher aus, als es jetzt hier angegeben ist. Da vorne ist der erste aus der Ausreißergruppe, der jetzt zurückfällt, Van de Walle. González ist noch dabei, Lang, Jérôme, Valgren und Lutsenko. Einige Fahrer, die uns häufig schon in Ausreißergruppen, naja, begleitet, ist vielleicht der falsche Ausdruck, zumindest waren sie häufig in Ausreißergruppen. Gerade Lutsenko und Valgren haben wir schon sehr, sehr oft vorne gesehen. So, und jetzt macht Sky hier die Nachführarbeit wieder mit Lampre. Da sieht man auch schon, wer hier Interesse hat, dass es zum Zielsprint kommt. So, noch 5 Kilometer bis hoch zum Berg. Sehr, sehr langer Anstieg, aber dafür halt relativ flach. Sieht man auch hier oben. 11,7 Kilometer, 4,6% im Schnitt steil. Das ist eigentlich faszinierend, wie viel Spaß dieses Spiel immer wieder macht. Gerade diese dreiwöchigen Rundfahrten. Ich könnte mich da immer komplett durchsuchten. Sowas hat man sich als Kind immer gewünscht, dass es solche Spiele gibt. Man so eine komplette Rundfahrt nachfahren kann. Ich weiß, ich habe das schon mal erwähnt, dass es die Team Telekom Cycling oder sowas gab es mal. Das war so mit der erste Radsportmanager. Da konnte man eine Etappe in Echtzeit nachspielen und die Schnelligkeit, ich glaube, bis auf 512-fache Geschwindigkeit stellen, weil es ansonsten tatsächlich 4-5 Stunden gedauert hätte, bis diese Etappe fertig war. Grafisch war das ein Desaster. Die Zeitfahren waren quasi nicht möglich zu gewinnen, egal was man gemacht hat. Und bei den Bergetappen hat man zum Teil, ich weiß nicht, Abstände bestimmt auch von 20 Minuten rausfahren können zwischen den Fahrern. War also alles ziemlicher Mist. Aber es hat trotzdem unheimlich Spaß gemacht. Es gab natürlich auch nichts anderes. Da hat man sich auch reingesuchtet. Auch wenn da der Realismusfaktor gar nicht so groß war. Und der Gag daran, zu der Zeit gab es die Helmpflicht noch nicht. Da hat man dann Pantani an der Glatze erkannt und Ulle an der Kurzhaarfrisur. Da haben sie bei einigen Fahrern dann natürlich auch drauf geachtet. So, das Tempo ist ein bisschen höher geworden. Man sieht es jetzt auch an den Werten der Fahrer. Wir müssen schauen, dass Drücker nicht abgehängt wird. Ist aber noch relativ gut vorne mit dabei. Gibt jetzt eh gleich eine Abfahrt. Noch 27 Kilometer. Da können wir jetzt mal
gleich, wo das Tempo auch ein bisschen langsamer wird, mal kurz ein Stück nach vorne fahren. Die Ausreißergruppe ist noch knapp anderthalb Minuten weg. Also alles noch im Rahmen. Ich würde zum Schluss TJ van Garderen eigentlich wieder gerne vor Drücker klemmen. Und natürlich müssen wir den Schokoriegel wieder essen, so 6-7 Kilometer vom Ziel. Das bringt auch immer noch mal was. Wie gesagt, habe ich bei der einen Sprintankunft komplett verpeilt. Wenn ich es mir dann nochmal anschaue, denke ich mir, oh Gott, wie konntest du das nur vergessen? Aber kommt vor. Weil, wie gesagt, Sprints bin ich auch nicht so sehr gewöhnt. Den Rest der Etappe nehmen wir jetzt hier in Echtzeit mit. Ich denke mal, es wird eine relativ spannende Schlussphase werden, wie sich hier die Sprinterzüge auch wieder entwickeln. Jetzt sind der Puls allerdings relativ niedrig bei allen Fahrern. Also heute, denke ich mal, sind auch mehr Sprinter vorne mit dabei. Wir werden wahrscheinlich auch Cavendish wiedersehen, wenn er überhaupt noch im Rennen dabei ist. Können wir mal schauen. Jetzt schon länger nicht gesehen. Cavendish ist nämlich gar nicht mehr dabei. Ist anscheinend aus der Zeitregelung rausgefallen. Cofidis ist nur noch zu zweit. Giant Alpecin zu dritt. Da ist auch kein Kittel und kein Degenkolb mehr dabei. Also da hat es richtig gerissen. Es sind wahrscheinlich viele, viele Sprinter raus. Wir sind somit das einzige Team, das noch zu neunt ist. Astana ist noch zu neunt. Und Colombia. Ansonsten haben alle Teams schon richtig viele Fahrer verloren. Also die Abstände sehr, sehr groß. Noch 14 Kilometer sind es jetzt bis ins Ziel. Wir ändern unsere Taktik mal ganz kurz. Sanchez ist in der Ebene nicht stark genug. Wir sagen jetzt Van Garderen, dass er Drücker schützen soll. Und jetzt kümmern wir uns eben nur noch um Drücker. So, die Ausreißergruppe wird eingeholt. Lambre macht wieder die Nachführarbeit. Ich würde eigentlich ganz gerne wieder Modolo folgen. Aber das schauen wir uns jetzt erst nochmal an. Ich möchte ungern zu früh jetzt ihm schon hinterherfahren. Können wir theoretisch jetzt schon... Nein. Können wir theoretisch jetzt schon an sein Hinterrad klemmen? Weil ich glaube, Modolo ist so der große Konkurrent. Aber dann ist Van Garderen raus, wenn wir uns jetzt schon dran klemmen. Dann machen wir das später. Achso. Entschuldigung. So, nee, jetzt machen wir nichts Verrücktes. Ja, aber jetzt müssen wir weiter vorne fahren. Ich hoffe mal, dass das jetzt nicht zu viel Kraft kostet, da wieder nach vorne zu kommen. Van Garderen wartet auf uns. Jetzt geht's leicht bergab. Energieriegel, nachdem ich es eben so groß angekündigt habe. Ja, was ist denn los? So. Jetzt aber, komm Van Garderen, hau rein, alte Socke. Müssen wir schauen. Da ist Modolo. Ja, wenn wir uns da wieder dranhängen, dann geht es gleich wieder raus. Okay, komm schon. Komm schon, komm schon. Oh Mist, das Hinterrad kriegen wir nicht. Wo ist das? Okay. Fahr erstmal weiter. Wir sind zu weit hinten, wir sind zu weit hinten. Ach, komm schon. Und wir müssen früher aus dem Wind, wir müssen früher raus. Ah, da kommen wir nicht mehr vor, oder? Wir sind gut drauf. Komm schon, zieh, 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 zieh. Ah, Mist, wir werden nur Vierter werden. Ah, das war in der Vorbereitung nicht perfekt. Nee, da sieht man, dass mir wirklich die Erfahrung fehlt in den Sprints. Van Garderen kommt jetzt hier rein, keine Zeitabstände, aber da fehlt's mir einfach. Da habe ich zu viel rumprobiert in der Sprintanfahrt, mehr oder weniger. Denk mal, wenn man da 10, 15 Sprints drin hat, wie man sich das Hinterrad des Besten sichert, und vor allem wie weit vom Ziel. Wie gesagt, da fehlt mir die Erfahrung. Aber immerhin sind wir Vierter geworden mit Jampi, der ja auch nicht der beste Sprinter im Feld ist, um Gottes Willen. Wollen ja hier jetzt auch nicht jede Etappe für uns entscheiden. Ansonsten wird es ja auch... Also nicht, dass ich jetzt mit Absicht verloren hätte, um Gottes Willen. Ich will ja jede Etappe gewinnen. Aber... Nun gut, das kann nicht immer klappen. Jetzt hatten wir quasi mal zwei Sprintankünfte, auch ganz nett. Mesgek hat im Endeffekt gewonnen, wo wir ja kurzfristig sogar mal das Hinterrad hatten. Da dachte ich mir allerdings, gut, das ist nicht der stärkste Sprinter hier. Aber hat immerhin auch eine 78, aber Gianni Mersman und Modolo sind eigentlich besser in Form gewesen bislang.
Egal, Vierter sind wir geworden. Dann Peter Wilitz war noch auf Platz 19, lustigerweise. TJ van Garderen auf 26, da haben wir auch keine Sprintpunkte mehr bekommen. Am Berg hat sich heute nicht viel verändert. Da ist weiterhin Rodriguez vorne in der Sprintwertung. Ist Drücker jetzt auf Platz 6, aber da wird Rodriguez, denke ich mal, uneinholbar sein. In der Juniorenwertung hat sich auch nichts geändert. In der Teamwertung heute alles gleich geblieben und in der Gesamtwertung natürlich sowieso. Wir sehen jetzt in der 14. Etappe, da wird sich jetzt in der Gesamtwertung nochmal einiges verändern. 210,7 Kilometer lang. Wir haben gesehen, Rodriguez hat eine Ausdauer von 80. Bedeutet, dass er da, denke ich mal, Zeit auf uns gut machen kann. Ich bin gespannt, wie es ausgehen wird. Wir sind in der Außenseiterrolle, da fühlen wir uns aber auch sehr wohl. Wir liegen momentan noch in Führung. Unsere Form ist weiterhin in Ordnung. Nicht perfekt. Und dann sehen wir uns morgen wieder, wenn es von Vitoria nach Alto Campo Fuente del Chivo geht. Da freue ich mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dabei. Bis morgen.